Und damit ein herzliches guten Morgen für euch, würde ich mal meinen. Wir machen hier weiter mit Assassin's Creed 1. Wir müssen Wilhelm auf wir müssen ein Attentat auf Wilhelm von Montferrat verüben. So, richtig ausgesprochen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich bin hier ein wenig nach vorne gelaufen, dass wir hier nicht mehr lange laufen müssen. Und hier schon eine Cutscene sozusagen. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akkon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten, eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Okay, interessante Unterhaltung. Wo geht's jetzt hier lang? Müssen wir hier durch, oder was? Wie kommen wir zum besten da rein? Müssen wir überhaupt da rein? Ich denke mal, ja. Von daher, easy going, gehen wir mal rein. Jetzt interessiert mich das mal. Oi, sorry. Wir werden hier zuerst mal kurz die Bürger retten, falls ich hier nämlich was machen muss und die Bürger brauchen könnte, sind sie da. Hallo? Oi, das war der Falsche. Sehr cool. Immerhin haben wir noch den Richtigen erwischt. Oi, du willst Stress? Dann kriegst du Stress. Hier, friss. Und mit euch verfahre ich genau gleich. Nein, nein, immer noch nicht. Nein, lasst ihr das mal. Nein, immer noch nicht. Dankeschön. Mann, habt ihr mir viel abgezogen. Seid ihr Banane? Und woher kommt jetzt ihr? Woher kommt ihr, Bananenfresser? Na? Will irgendjemand Stress? Komm. Nein, hier liegen. Dann mache ich mal euch fertig hier. So, schön. Ne. Hier, tritt in die Magengegend. Oh, wundervoll. Der ist direkt gestorben. Oh, wundervoll. Ja, ne. Ne. Ah, das war dein Fehler. Immer den gleichen Trick zu machen, bringt euch gar nichts. So. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde Ihnen davon erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das hoffe ich, das hoffe ich. Also, können wir weiter? Ich möchte hier nicht gegen jeden Bananenfresser dann noch antreten. Ja, Gelehrte sind jetzt hier. Sehr gut, die können später helfen. Okay. Müssen wir über Dächer oder was? Oi. Dann machen wir das. Doch, ich darf hier sein, ich darf alles. Das ist, mein Gebiet hier.
habe ich sozusagen angenommen. Du gehst liegen. Von mir aus kenne ich euch alle hier. Tiddle. Oi, ich habe sie weggejagt. Na. Oh, ich komme so durch, Leute. Ich kenne euer Antlitz. Oh no, das hätte jetzt so geil geklappt. Nö. Naja, dann müssen wir es auf die altmodische Weise machen mit einer guten alten Schlachterei. Tja. Dann müssen wir es hardcore durchprügeln hier. Mal gucken, ob die hier alle alles so gut aushalten. Ne. Hey. Oh. Na, das war jetzt ein Satz mit X. Oh, ich könnte ihn direkt töten. Ne. Na los, mach's nochmal. Mitgefühl. Ah, nee, geh liegen, danke. Nee, warum habe ich jetzt nicht zu schnell gedrückt? Na, tschüss, das war's mit dir. Na los. Komm schon, tschüss. So wird es ein wenig schwieriger. Ah, komm schon, nee, ich will nicht verlieren. Dann mache ich es eben auf die altmodische Weise. Tschüss. Dann gehst du liegen. So. Ey. Ich habe aber abgeblockt. So, jetzt bist du tot. Ach, komm schon, du hast abgeblockt. Und bist gegen die Mauer. Das geht gar nicht. Ey, wie viele Wachen hat der Junge? Ah, komm schon. Doch. Oh, nö. Nö. Ich muss da mal hier hoch. Das war jetzt ziemlich knapp. Kommt mal hierher. Oh, wundervoll. Ja, ich kann mit euch allen hier ziemlich hardcore verfahren. Oh, wie kommt der hier hoch? Oh, ja, flieg. Nein, ich bin tot. Nein. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich durch Kampf falle, Leute. Ja, aber guckt mal, wie viele Leute das waren. Mit deinem Boss dazu und mit meinen Spielereien. Keine Chance. Ich nehme es jetzt mal auf die harte Schulter, Leute. Jetzt guckt euch jetzt mal das an. Was ein Profi macht. Und jetzt wirklich ein Profi. Und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt. Zuerst mal dich weg. Du hast gar nichts mehr zu melden. Ja, ist mir eigentlich egal. Das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Egal, kommt. Nö, ich will alle killen. Ist mir egal. Kommt mal her. Du gehst mal weg. So. Leute, kommt mal mit hier. So. Hey, kannst du mal anvisieren? So wird das nicht mit Profi-Style mäßig. Und so. Das ist allerdings schon eher Profi-Style mäßig. So. So, komm. Nein, vergiss es. Vergiss es, du bleibst liegen. Oh, ey, Alter, wie viel der jetzt abgezogen hat, ne? Ne, geh weg. Oh. Ah, na, du gehst liegen. Tschüss. Ich bin jetzt der alte Pro-Man. Tschüss. Na? Ich hab dich ausgekontert, du Wichser. Nö. Na? Ne. Weißt du was? Ey, das war wieder unfair. Das war auch unfair, aber jetzt meinerseits.
Na, ey, Alter. Das finde ich nicht fair, diese Technik. Die ist vielleicht auch nicht fair, die ich bringe, aber die ist immer noch besser als das, was du bringst. So, jetzt gegen dich. Na? Na? Kommt sonst noch einer? Ah ja, jetzt haben wir dasselbe Problem wieder in grün. Ja, jetzt aber. Na? Na? Geh weg. Jetzt muss ich hier mal... Nö, ich bin schon wieder tot, Leute. Ich bin schon wieder tot nach 10 Minuten. Ja, jetzt komme ich langsam in Rage-Modus, Leute. Also, das geht mal gar nicht so. Aber warum werden wir immer so weit hinten gespawnt? Ach, komm schon. Ich möchte es einfach so haben. Ja gut, killen wir hier schon mal. Ist egal. Wir killen hier schon mal. Nö, geh liegen. Dann haben wir später weniger Wachen. Nö. Hey, ich hab abgeblockt. Alter. Das ist natürlich unfair. Wer bist du? Was sollst du darstellen? Ich hoffe nichts Besonderes. Und du? Wie viele Wachen seid ihr hier? Sorry. Du kommst jetzt auch noch dran. Ich raste hier mal noch völlig aus. Dann kriegt ihr Rage Sunny zu sehen. Na, das geht gar nicht klar. Ja, ist klar. Der kann... Ist okay. Der kann das gleiche wie der Boss. Na, geh weg. Geh liegen. Nein, geh liegen, habe ich gesagt. Und du auch. Danke. Und jetzt bitte mal heilen. Dankeschön. So. Und jetzt mit dir. Zuerst mal von hinten. So, merken die was? Wenn ich wie ein Bettler hier durchgehe. Nö, die sollten eigentlich nichts mitkriegen. Eigentlich gar nichts. Aber man weiß ja nie. Ja, wenn ich das vorhin schon so gemacht hätte, hätte ich weniger Probleme gehabt. Definitiv. Allerdings, hier geht's dann wiederum nicht weiter. Da ist er. Ja, wir haben ihn direkt. Was ist denn das hier? Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Naja, nicht zwingend. Aber okay, wir gehen hier mal.
Diesmal lasse ich mich gar nicht erst auf so eine Konfrontation ein. Ey, kannst du mal hoch? Alter. Egal, was du da machst, das finde ich nicht gerade cool. Ja, komm, wer nimmt die Leiter, ne? Aber easy. Und jetzt ist die, jetzt sind die Tore natürlich zu, ne? Als wäre... Ach, komm schon. Gegen den funktioniert das jetzt auch nicht. Ich spring da mal. Sorry. Hier hoch. Ja, ein Assassine, du kommst runter, du bist ein ganz geiler Hund. Oh, hier hoch. Ja, so läuft es bei uns. Ja, so muss das. Ah, hi. Doch komm ich. Im Rennen war ich immer noch der Beste. Sorry. Oh, hier geht's runter. Yeah. Na, das ist jetzt wieder mal typisch. Leute, das kann nur mir passieren. Nur mir in diesem Spiel, Leute. In Unity, in Syndicate wäre mir das nie passiert. Ja, ne, ist klar. Jetzt leben alle wieder. Ist klar. Na, ist klar. Ihr seid doch alle Hurensöhne, allesamt, Warum leben die wieder? Warum leben die wieder? Ja, und warum werde ich hier gespawnt? Habt ihr irgendwelche Drogen gefressen, Jungs, die habe ich die Hälfte schon niedergemetzelt vorhin. Jungs. Geht liegen. Nee. So haben wir nicht gewettet, Alter. So haben wir nicht gewettet. Hier runter. Endlich. Das hättest du vorhin machen sollen, Alter, hier. Genau das und nichts anderes. Aber nö, Alter, ihr findet, ja, ich muss daneben liegen. Genau hier an dieser Stelle musst du liegen. Oh, ne. Wie ich jetzt gerade gekotzt habe, Leute. Ja, ist okay, wenigstens bin ich hier im Dorf. Hi. Doch, ihr müsst mich hinkommen lassen. Ich muss ins Assassinenbüro. Ich muss ins Assassinenbüro. Ihr müsst mich laufen lassen. Das ist eure Pflicht, Leute. Seht ihr mich noch? Ja, leider. Allerdings nicht mehr lange. Ein Assassine? Wie lange seht ihr den Assassinen nicht? Also noch. Ich hätte jetzt eigentlich unter die Bettler gehen können, also unter die Gelehrten, aber nee, passt schon. Wir haben die auch so ganz gut abgeschüttelt, außer jetzt vielleicht. Nö, das hat auch gut geklappt. Warum auch immer. Wir gehen mal hier hoch. Falls die nicht schon zu nahe sind, können wir nämlich hier easy hoch. Oh Gott, die sind schon zu nahe ran. Meine Fresse, aber ich gehe mal hier hin. Wenn die mich hier noch finden, fresse ich einen Besen. Hallo? Ich weiß, heute haben wir nicht gerade viel gemacht, weil, ja, eigentlich wären wir in 2 Minuten durch gewesen, hätte ich schon von Anfang an so gemacht. Aber ich wollte es ja wieder mal Boss-like machen und hab verkackt. Oh Mann. Aber auch nur, weil das Content so scheiße geht zum Teil. Und die richtigen Boss-Gegner ficken dich einfach. Die kleinen, ja, die habt ihr ja gesehen, die habe ich ziemlich schnell kastriert. Allerdings die Hardcore-Buben, naja, die haben mich eher kastriert. Hallo? Na, nicht schon wieder. Warum? Geh liegen. Gegen dich kann ich kämpfen. Los, stirb. Geh, fall. Tschüss. Oh, Mann. Dass die immer gegen uns antreten müssen. Finde ich so lächerlich. Obwohl die gar keine Chance gegen uns haben. So, immerhin, wir sind wieder im Assassinenbüro. Hey, ich klicke auf Kreis und... Also LT und Kreis und der lässt dich nicht fallen. Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren.
Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit, für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akkon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Das denke ich auch. Deswegen ab nach Masyaf. Sobald die Sequenz starten wird. Und zwar, Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Sehr schön. Und wir haben schon 5 von 6, also insgesamt 9. Schon 5 von 9 Leuten umgelegt, ne? Und jetzt gehen wir nach Al-Mualim, direkt mal noch nach Jerusalem, um ein wenig schon zu erkunden, ne? So wie in jedem ersten Part, ne? Also wenn wir, zweiten Part, sorry. Wenn wir den Boss killen. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Oh yeah, Synchronisationsrang 6. Neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser, sie können im Hof trainieren.
Nö, wollen wir aber nicht. Wir wollen hier nur raus. Haben ja nichts Besonderes bei diesem Update gekriegt. Also geht's weiter nach Jerusalem. Also Abmarsch. Wieder Wind. Zum Glück können wir ja jetzt tackeln. Das geht aber hier komischerweise nicht. Ah doch, ab hier geht's. Wir können nur innerhalb der Burg nicht rempeln, weil das geschützte Zone ist und so. Aber okay. Was hier lustig ist, man könnte hier mit den Assassinen eine Schlägerei anfangen. Mit allen, nicht nur mit denen, die am Tor stehen, ne? Das ist eine ziemlich dumme Scheiße, wenn ihr mich fragt. Aber okay. Kann man eben nichts machen. Aber okay. Läuft bei uns. Wir haben viel gemacht jetzt, also indirekt. Viel geschnetzelt in diesem Part. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, wäre ich froh für einen Daumen nach oben. Vor allem, wenn mir gerade so ein Part so misslingt, bin ich froh. Wenn hier ein Kommentar irgendwie steht, Like muss ja nicht mal unbedingt sein, Hauptsache die Kommis stimmen. Für mich. Aufrufzahlen sind für mich gar nichts, denn was bringt es mir, wenn ihr die Videos anguckt, 5 Sekunden, schnell mal reinguckt und dann wieder verlasst. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir nur was, wenn ihr das Video ganz guckt und überhaupt. Wenn ihr das dann auch noch kommentiert, ob ich den Part gut aufgenommen habe oder eben auch nicht, ne? Ob es für euch so gepasst hat, die Schlägereien, oder ob ich mehr Skill reinlegen muss, oder ob ich es in diesem Sinne schneiden soll, keine Ahnung. Das könnt ihr ganz gerne entscheiden. Dass wenn ich, sagen wir jetzt mal, ab zweimal verkacke, neu starte, so wie bei der Informationsmission so. Aber ich dachte mir, komm, das ist eine Bossmission. Bei Dark Souls würde ich jetzt auch nicht rausschneiden, wenn ich gegen einen Boss verliere. Also von daher passt das. Oder auch bei anderen Spielen, wenn ich gekillt werde. Tja, kann passieren. Passiert im besten Mal. Also easy going. Vor allem, wenn man sich übernimmt mit so vielen Gegnern, wenn noch Bossgegner dazwischen sind. Weil wir haben eine ziemlich hohe Leiste, die sollte eigentlich ziemlich reichen, Leute. Aber eben nicht immer. Hallihallo. Jerusalem, wir sind wieder da. Nur ich werde hier wieder so reinkommen. Warte mal, so auf dem Heuballen. So geht das, also auf dem, was es auch immer war, was ist das überhaupt? Auf eine Garette, oder wie man die auf Hochdeutsch nennen würde. Ich bin immer noch Schweizer, ich nenne die Sachen teilweise anders als ihr. Yo, wir sind jetzt wieder hier in on the road. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, gegen die Seite öffnet es sich, das heißt geradeaus einfach weiter. Okay, wir haben noch 2 Minuten eigentlich, das sollte aber noch machbar sein, 2 Sachen zu machen ohne großes Tamtam. Eine Belauschaufgabe oder so, oder ein Stehlen, keine Ahnung, was auch immer sich zeigen wird. Hallo? Wie lange müssen wir hier noch rennen? Hier ist so ziemlich eine offene Gegend. Deswegen kann ich kaum glauben, dass wir über die Dächer jetzt schneller gewesen wären. Hallo? Kannst du mal nach oben gehen? Okay, du willst nicht nach oben gehen. Du möchtest hier nach drüben klettern. Wo sind wir hier? Kannst du mir das mal beantworten? Ich sollte darüber, aber... Was? Was? Ja klar, beide Seiten sind auf. Ist okay. Ich bin
gegen die falsche Seite gerannt. Ist völlig natürlich, ne? Ach, du meines bisschen. Au. Aber egal. Hauptsache, wir kommen hier durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich möchte doch wenigstens noch sehen, wo wir weitermachen können. Das wäre noch so lieb und nett. Hallihallöle, Leute. Na? Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Wenn nicht, dann müsst ihr was unternehmen dagegen. Denn wenn es einem nicht gut geht, ja, geht es einem nicht gut. Und das sollte man nie sein. Nicht gut drauf. Ah, komm schon. Ja, wundervoll. Klinge sollte immer ausgerüstet sein. Burger retten. Nö. Keine Zeit. Ich möchte eigentlich nur ins nächste Viertel. Oi. Boom. Sorry, nö, du flehst mich an, und ich flehe dich an, mich in Ruhe zu lassen. Denn ich habe keine Zeit für dich. Ist okay, egal wie du es gemacht hast, mach weiter so. Hauptsache, du kommst nach oben. Und jetzt der nächste Aussichtsturm. Wo könnte der sein? Yo. Problemchen und, Problemchen, ne? Wo landen wir hier? Ja klar, in der Luft abstehen. Ist okay. Alter, hier, du kannst Sachen, die die anderen dafür nicht mehr können. Okay. Es gibt keinen anderen. Der ist zu weit weg. Okay. Wo müssen wir hier lang? Au, 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 au. Oh, zum Glück sind wir nicht in ihn reingerannt. Nö, Burger möchte ich nicht retten. Adler? Ach, dort. Ich sehe es, ich sehe es. Dort oben. Ich komme schon. Hallihallöle. Hier unten sollte auch gleich was sein. Sehr cool. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie wir hier hochkommen. Am besten von hier oben, würde ich sagen. So, hey, Alter hier. Gehst du wohl? Mit dir hat man auch nur Ärger. Ich weiß schon, warum ich die späteren Teile lieber habe. So. Vor allem den kann Ezio dann auch später mit seinen Klingen kämpfen. Nicht so wie du, Alter, hier. Du bist ja noch völlig ein Noob. Auch wenn du der legendäre Alter hier von damals bist, der erste und wahre Assassine, bist du dennoch nicht gerade der Beste. Okay, direkt zwei hier. Okay. Jetzt mal die belauschen und dann klauen. Ihr ließet mich rufen, um mich zu sprechen. Majdadin plant eine weitere Hinrichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass alles glatt geht. Es ist meine Pflicht zu dienen. Bring das Dokument, das ich dir gab, zu deinem Meister. So weiß er jederzeit, wo meine Männer sind. Und eile dich. Wir können uns keine Verzögerungen erlauben. So wird es geschehen. Ihr habt mein Wort. Gibt es noch etwas? Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie in der Stadt sind. Majdadin fürchtet um seine Sicherheit. Für wahr, ich kann es verstehen. Ein Mann in seiner Position hat viele Feinde. Eure Recken werden ihn schon schützen. So Gott will. Nur will Gott nicht so, deswegen hat er mich geschickt und entsandt, um ihn zur Strecke zu bringen. Das heißt, wenn der weiterläuft, geht es seinem Besitzer an den Kragen und wir haben ihn schon. Und weil es dort noch einen gibt, werden wir den auch noch gerade nehmen. Also da bin ich jetzt nicht zimperlich, wir haben sowieso schon drüber. Und weil eben 10 Minuten sowieso für den Arsch war, werde ich euch hier noch ein wenig mehr zeigen, ne? So, oi, nö, nö, das ist ja wieder mal typisch, moi. Dann kommt man hier hoch, ne? Hier oben darf ich euch sicher killen. Hier oben werden die wohl kaum nach mir suchen kommen danach. Dankeschön. Das war's dann mit dir. Der nächste bitte. Das war's. Zu früh.
Na los. Ja. Wundervoll. Na, du bleibst unten. Nö, du darfst nicht fallen. Du musst dort bleiben, falls sonst Soldaten wiederkommen und mich nerven wollen. Kommt schon. Nö, du hältst die Fresse und wirst direkt sterben. Na, ey, gehst du mal liegen? Schön, dass du mir behilflich bist, dich zu töten. Du auch und du genauso. Ah, du kannst auf diese Seite fallen, das ist sehr gut. Na, du willst dich wehren, das heißt, du wirst auf die altmodische Weise gekillt. Tiddle. Ist da unten einer? Was? Wer hat das getan? Oh, nee. Dort unten hat es irgendwas Falsches getriggert. Okay. Oh. Na, bitte nicht. Bitte nicht. Ich will hier nur durchlaufen. Dankeschön. Ich möchte hier keinen Stress mehr. Dankeschön. Nee. Ja, danke. Nee, immer noch nicht? Bin ich zu nah? Jetzt. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Sch, wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Dann geht an die Arbeit, aber ohne mich. Ich muss da mal klauen. Nö, ich bin nur ein Bettler. Lass es sein. Aha. Yeah, wir haben es geschafft. Easy going. Super, so muss das. Das heißt, wir werden im nächsten Part mit den gesamten Aussichtspunkten hier weitermachen, wie in den zuvorigen Parts. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir nämlich das Attentat vollziehen können, ne? Nach dem nächsten Part. Also sei dabei. Tüdelö!